Gelegenheit macht nicht nur Diebe, sondern sorgt auch für exklusive Interviews. Um uns über den Stand der Dinge des neuen Schleich-Action-Spiels Thief 3 Deadly Shadows zu informieren, besuchten wir Ian Storm in Austin, Texas. Vor unsere Kameras traten zwei Wiederholungstäter, die seit den Serienanfängen zur Diebesbande gehören. Projektleiter Randy Smith und Ian Storm Studiodirektor Warren Spector plauderten mit uns über die Entwicklung der kriminell vielversprechenden Fortsetzung. Als Thief The Dark Project 1998 erschien, konfrontierte es Actionspieler mit einem völlig neuen Konzept: bloß nicht erwischen lassen. In der Rolle des Meisterdiebs Garrett waren List, Tücke und Konfliktvermeidung gefragt, um in bewachte Anwesen einzudringen und vielerlei Wertgegenstände mitgehen zu lassen. Das Spielprinzip wird bei der neuesten Fortsetzung nicht radikal verändert. Was sind also die wichtigsten Neuerungen der dritten Diebestour? Die Spielwelt sieht prächtig und detailliert aus, bis hin zu Feinheiten wie einzelnen Steinen in einer Mauer. Das sind Dinge, die wir früher bei Looking Glass nicht machen konnten. Außerdem unterstützt Thief 3 sowohl die Ego- als auch die Verfolgerperspektive. Das ist eine weitere sehr offensichtliche Neuerung. Bei der generellen Designphilosophie arbeiteten wir hart daran, das Spiel leicht zugänglich zu machen, ähnlich wie bei einem Action-Titel. Es ist immer noch ein Stealth. Spiel. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Schleichen, aber es spielt sich ein wenig schneller als die Vorgänger. Warren Spector zählt die Vorzüge der neuen Technologie auf. Spezielle Weltsimulationstools wie die Physik, die Soundausbreitung und das dynamische Licht sind das A und O eines Spiels wie Thief. Wir versuchen, das Gameplay für die Fans der früheren Versionen zu verfeinern. Damit sprechen wir gleichzeitig auch ein völlig neues Publikum an, das bisher noch nicht einmal gewusst hat, dass Thief überhaupt existiert. Die neue Grafik-Engine mit dynamischer Licht- und Schattenberechnung bringt zudem mehr Kreativität ins Leveldesign. Eines der Dinge, die unsere Technologie wirklich gut hinkriegt, ist ein sehr dynamisches Lichtberechnungsmodell. Jedes Objekt kann Schatten auf andere Gegenstände, Charaktere und die Umgebung werfen. Beim Design unserer Levels müssen wir berücksichtigen, dass sich einige Lichtquellen und damit die Schatten bewegen können. Es gibt auch eine wirklich gute Physiksimulation. Du kannst Objekte herumschieben und sie zum Beispiel vor eine Lichtquelle bewegen. Dadurch entsteht ein neuer Schatten. Der Spieler hat also Tools zur Verfügung, um die Umgebung zu seinem Vorteil zu manipulieren. Wer nicht hören will, muss fühlen. Randy Smith erklärt, welche Bedeutung die Geräuschentwicklung im Spiel hat. There's two different parts to our sound system. Es gibt zwei verschiedene Bereiche bei unserem Soundsystem. Die grundsätzliche Idee ist, dass die Wachen nicht nur Verdacht schöpfen, wenn sie dich sehen, sondern auch, wenn sie dich hören. Der andere wichtige Teil ist das Ausbreitungssystem. Es sorgt dafür, dass Geräusche nicht einfach so durch Wände oder Türen wandern, sondern dem Pfad des Gebäudes folgen. Zum Beispiel den Gang runter und dann rechts, ebenso wie Schall sich in Wirklichkeit verhält. Dadurch kannst du nicht nur herausfinden, dass etwas in deiner Nähe ist, sondern auch, von welcher Richtung das Geräusch kommt. Als wir Warren Spector fragen, was ihn an Thief 3 am meisten überrascht, muss der Studioboss ein Geständnis ablegen. Ich bin begeistert von der neuen Außenansicht der eigenen Spielfigur. Von Anfang an haben Leute bei Eidos und in unserem Team über dieses Thema geredet, aber ich war eigentlich dagegen, denn ich mag nun mal Spiele aus der Ego-Perspektive. Einige Teammitglieder haben die Außenansicht in ihrer Freizeit auf eigene Faust in eine Demo-Version gehackt und das Ergebnis hat mich voll überzeugt. Jetzt wechsle ich beim Spielen abhängig von der Situation zwischen den beiden Perspektiven. Es ist wirklich eine schöne Bereicherung des Spiels. That's a magic moment, you know? It was great.
Ein weiteres Beispiel. Als ich das erste Mal erlebte, wie eine Wache realistisch auf einer Öllache ausrutschte, war das einfach ein magischer Moment. Großartig. Dann gibt es da noch eine Mission, in der du in eine Burg eindringen musst. Du kannst auf eigene Faust reinschleichen oder einem Helfer in der Burg ein Signal geben. Wenn du Letzteres machst, öffnet er eine Tür für dich. Das erkennst du aus der Entfernung daran, dass Licht durch die offene Tür fällt. Wir benutzen die Lichtrender-Technologie, um mit dem Spieler zu kommunizieren. Das ist für mich auch eine ziemlich coole Stelle. Wir sollten in Zukunft viel mehr in dieser Richtung machen. Schleichen kann ja jeder und Stealth-Elemente findet man inzwischen in vielen Action-Titeln. Wie hebt sich Thief da noch ab? Ich denke, dass Schleichspannung eine Bereicherung für jedes Spiel ist. Thief hat aber einen großen Vorteil gegenüber Actionspielen mit Stealth-Komponenten. Hier dreht sich alles um das Schleichen. Unser Kampfsystem ist nicht ganz so ausgefeilt wie in anderen Titeln, aber das Stealth-Gameplay ist dafür sehr komplex und detailliert und wird vom ganzen Spielsystem unterstützt. Auch die künstliche Intelligenz der Charaktere ist darauf ausgelegt, dass das Stealth-Konzept funktioniert. Und wo sieht Randy Smith die Abgrenzung zu Iron Storm's Deus Ex 2, das dieselbe Engine wie Thief 3 verwendet? Der größte Unterschied ist natürlich, dass man Thief zwar auf viele verschiedene Arten spielen kann, aber Stealth immer die erfolgreichste Spielstrategie ist. In Deus Ex gibt es neben den Schleichaspekten auch ausgefeilte Kämpfe, jede Menge Ausrüstung und so weiter. Es bietet mehr Breite, Thief 3 dagegen mehr Tiefe. Und Thief setzt eben mehr auf Stealth-Elemente. Abschließende Preisfrage an Warren Spector. Sind nach Thief 3 weitere Fortsetzungen geplant? Wie viel kann ich jetzt verraten, ohne Ärger zu bekommen? Angesichts der geschäftlichen Gegebenheiten und der großen, engagierten Fanbasis, die es für unsere vorhandenen Titel gibt, scheinen mir weitere Fortsetzungen in Zukunft unumgänglich zu sein. Und ich habe keine Probleme damit. Ich denke, dass Fortsetzungen in der Entwicklung nicht weniger herausfordernd sind als Originalspiele. Und sie müssen ja auch nicht weniger interessant sein als ein von Grund auf neues Projekt. Also, ja, es wird mehr Fortsetzungsspiele von Iron Storm geben. Aber ich habe bei Eidos auch vermerken lassen, dass ich wahrscheinlich aus dem Fenster springen werde, wenn ich auch noch in Thief 72 und Deus Ex 27 involviert sein muss. Deshalb denken wir auch schon über das nächste neue Ding nach. Wir werden definitiv etwas Neues kreieren. Und das eher früher als später.